Ich freue mich wahnsinnig, Sie zu begrüßen auf der Premiere von Madagaskar 3 Flucht durch Europa in 3D. Wo? Hier! An einem schönen Spielort, nämlich im Zirkus Krone in München. Und wir sind mit dabei, das ist der Wahnsinn. Jetzt? Nein. Okay? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Mein letztes Mal Zirkus bin ich selbst aus dem Publikum gerufen worden. Man durfte sich freiwillig melden, auf einem Kamel zu reiten. Und ich war der Auserwählte. Seid bereit, um gehauen zu werden. Ich liebe den Krone und ich finde es endlich mal eine ganz, ganz große Sache, dass hier ein Kinofilm gezeigt wird. Ich freue mich total drauf. Ich habe schon viel von gehört. Das ist wirklich ein großes Traditionshaus. Man weiß ja, dass der Zirkus Krone schon wahnsinnig viele tolle Künstler beheimatet hat. Aber dass es zum ersten Mal hier mit Leinwand stattfindet, das wusste ich nicht. Das finde ich beachtlich. Lassen wir uns was einfallen, das alle aus den Socken haut. Man sieht die Kinder, die freuen sich total auf die Premiere. Die sind schon ganz hippelig und alles das Ganze drumherum sehr nett gemacht. Ich finde es cool mit den Tieren und den Zebras und so. Absolut geeignet, für uns wie auch für die Pinguine. Das habe ich mir immer gewünscht, eine animierte Figur zu synchronisieren, und ich fand es super. Ganz schöne Arbeit. Melman ist am Ende des Tages nur deshalb überhaupt je bei Madagaskar aufgetaucht, damit Sie zufrieden sind. Und das soll auch bitte so sein. Ich war sofort Marty, es war überhaupt gar kein Überlegen mehr, wenn er hier oder her. Er hat sich so in mich hineingefressen, dass ich einfach gar nicht anders kann. Also ich kann schon anders, aber mit ihm geht es irgendwie leichter. Das war ja wohl den Eintrittspreis wert. Ich glaube ja, dass fast alle Filme, die für Kinder sind, auch das Zielpublikum Erwachsene haben. Ich glaube, dass die sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut unterhalten fühlen werden in dem Film. Total begeistert. Diese Bilderflut, diese Fantasie, dieser Schluss, dieser Spaß an der ganzen Sache, die tolle Musik. Hinreißend, hinreißend, wunderschön. Ey Leute, endlich ist es soweit, ab 2. Oktober. Madagaskar Teil 3, Flucht durch Europa, endlich im Kino. Den müsst ihr euch anschauen, sonst komme ich persönlich zu euch und hole euch.